What up, YouTube? It's me, euer Drasa von Schlutter Gaming, zusammen mit Captain Spirit, auf einem neuen Abenteuer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben ein paar Aufträge zu erledigen, was man so als Held macht. Wir werden einen Schießstand aufbauen, jawohl. Wie könnte man nicht? Sind wir ehrlich, wie könnte man nicht? Also, ich muss gestehen, das habe ich vorhin schon gemacht. Verdammt. Zwei Döschen. Da war ich in meinem ersten Durchlauf besser. In meinem Off-Cam-Durchlauf. Aber egal, Hauptsache Schießstand. Hauptsache Döschen umgeworfen. So. Schiebung. Schiebung. So nämlich. Aber er räumt auf und das finde ich sehr großartig. Sehr löblich von den Jungen. Sehr löblich. Ja, ansonsten, jetzt gucken wir mal gleich mal weiter. Wir wollen heute Naughty Boy sein. Wir gucken nämlich bei Daddys Zimmer rein. Was man ja normalerweise nicht macht als junger Bub, aber wir machen es trotzdem. Das sind auch die Autoschlüssel. Oh. Daddy schläft. I hate seeing him like this. Ooh, it looks like Mar T-Rex is getting hungry. Okay, Daddy ist müde. Aber gut, wenn ich das so sehe, eine ganze Whiskyflasche, da wäre ich aber auch am frühen Morgen ein bisschen fertig. Aber wenn Daddy schon mal... Wir gehen erstmal in Daddys Zimmer. Sind mal ein Naughty Boy da drin, ne? Dann geben wir uns den Autoschlüssel. Weil da ist bestimmt auch noch geiles Zeug drin. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. Just like her. Was gibt's denn noch hier so Schönes im Daddys Zimmer? That does not look good. Nee. Irgendwie nicht so, ne? I know this drawing sucks. But it's cool that Dad put it here. Und das verstehe ich. Hey, ich habe auch noch jedes Bild von meinem Großen. Light on. Was ist denn da? Ooh, the mystery of the secret key is solved. Nice. Ich glaube, damit kommen wir in die Garage. Yes. Ha. Ist so. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Das heißt, wir nehmen uns dann die Autoschlüssel. Es war gut, dass wir reingekommen sind. I'm too old to be measured now. Right? Ist man nie. Selbst wenn man ausgewachsen ist, ab und zu misst sich der kleine Mann hier noch. Careful of booby traps. Oh. Ah, der war verschlossen. Oha. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Lieber Charles Erickson, ich bin 12 und will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Danke und ich sehe sie beim nächsten Spiel. Todd Hemmel. Aww. That's scary. Versinkt ihr Leben im Alkohol? Sie sind nicht allein. Wir können helfen. Kontaktieren Sie Alkoholismus überwinden. Rabattierte Preise verfügbar. So we moved because Dad couldn't pay for the house? That sucks. Unsere Unterlagen zeigen,
dass sich ihre dritte Hypothekenrückzahlung trotz wiederholter Verlängerungen und Zusicherungen versäumt haben. Obwohl wir die Situation eines jeden Hausbesitzers verstehen und Sympathie für diesen empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir Ihnen gegenüber mit mehreren Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten Sie den ausstehenden Betrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu veranlassen. Wir hoffen, diese Angelegenheit bald mit Ihnen klären zu können. Dad ja. got fired. That's when he started working for the railroad. Okay, ist gerade viel Lesen mit der Folge, aber ich finde es wichtig. Das finde ich echt wichtig, hier zu sagen, wir lesen uns, um uns das Elend des Mannes zu verstehen. Von Daddy. So, jetzt muss ich aber hier noch was einstellen. So, und los geht's. Sehr geehrter Trainer Eriksen, obwohl unsere Fakultät Ihr Vermächtnis und Ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden Sie mehr als zweimal für Ihr aggressives Verhalten gerügt und in Anbetracht des jüngsten Vorfalls bezüglich der Bierdosen im Schwimmbad nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihren Vertrag sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass Sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass sie in Zukunft Erfolg haben. Okay, der Mann hat doch größere Probleme als gedacht. Dad never told me he had a new friend. Charles, tut mir leid, dass ich letztens gesagt habe, was ich letztens gesagt habe. Ich war nur wütend, dass du mir nicht zuzuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, es geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen. Ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend. Ich hoffe, ich liege falsch. Doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich musste dir dies einfach sagen, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beide nach. Daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin Audra. Aha. Oh. Basketball. Dad used to always talk about this basketball. Damals. Oh my god. Dad actually got me the new play box? No way. Oh. And we're a naughty boy. Dass wir da reingeguckt haben. Oh, ich bin so ein naughty boy. Dad doesn't play mom's records as much as before. Ach nicht? Dann machen wir es. Das sieht schon ein bisschen so weird aus. Wir müssen aber leider aufhören, die zu spielen, sonst kriege ich ja mit Copyright mächtig Ärger. Und das möchte ich nicht. If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Ist so. Das finde ich gut. Aber wir stehen auch keine. Nein, 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 nein. We don't break the superhero code. Shoot, that's way too high for me to reach. Was? Junger Mann, da steht doch ein Stuhl. Was? Seit wann macht Captain Spirit was mit der Hand? Da benutzt man doch seine Kräfte für. Was ist da los? Ich bin enttäuscht, Captain Spirit. Dad was so angry at the police. Oh Gott. Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meine Anrufe und E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhafter an diesem Fall arbeite als Sie oder die Polizeibehörde. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger und Steuerzahler zu schützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. I remember Dad yelling on the phone a lot.
Obwohl ich nachgehen finde, was sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass all meine Mittel in Bezug auf diese schwierige Ermittlung erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Privatdetektiv. Dad wrote a lot of letters. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahmen von Asteroid Drive und Mann Street die Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen, außer sie sind Teil einer polizeilichen Ermittlung. Daher können wir Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weitere Hilfe zukommen lassen kann. Das klingt weird. Was ist da passiert? Ist da noch irgendwas? Oh. Eine Zeitschrift. They're naked? Wow. Wow. Oh. Er ist ein einsamer Mann. Ich habe Schlimmeres. Tja, gut. Wir haben Informationen zumindest zusammengetragen. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Was? Faustabdruck. I've never seen Dad get that mad. It really scares me. Ja, verstehe ich. Okay. Daddy schläft noch. Wir haben Informationen bekommen. Ich weiß. Es ist die Frage, was ist mit Mami passiert? Wir überspringen mal diesen Teil mit Anziehen. So, jetzt wollen wir mal ins Auto. Go to Mantroid's planet without finishing my costume. Oh. I hope Dad doesn't get in trouble because of me. Ich bin Dr. Tamara Furman vom Beaver Creek Sozialamt. Als Repräsentant der Grundschulbezirke in diesem County würden wir es begrüßen, wenn Sie mit Ihrem Sohn zu einem Treffen am Montagnachmittag um 14.15 Uhr in Ihrer örtlichen Behörde erscheinen könnten. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie uns bitte unser Büro. Doch schon. I hope Dad doesn't get in trouble because of me. Verdammt. Die haben auch noch nicht. Seek the magic key to unlock the portal to another dimension. Schade, ich hätte gedacht, dass. Wir müssen nur mal in den Keller runter. Das war der einzige Raum, wo ich noch nicht war. What if I had real superpowers? I could protect. Wir machen's. Wir ziehen's durch. Ein Superheld muss sich seine Angst stellen können. Come at me, bro. Hey,
Wasserfresser. I banish you. You're no match for Captain Spirit. Yes. Oh yeah, success. Well. Ha. That wasn't too hard. I tamed the water beast. Oh yeah. Dad doesn't want to set up Christmas decorations yet. Makes him think I'm up. So. Den haben wir kaputt gemacht. Jetzt stehen wir natürlich vor der Frage, wo machen wir jetzt hin? Let's see. What do we need? Ice cream. Definitely. So. Wir schmeißen es mal weg, weil. Oh. Supermüll! Zap! The awful green things are flushed into space. Jawohl! Großartig! Schönes Ding. Dad is too busy to care if I go online. We're a naughty boy. Oh no. I need a pin code. What is it? Damn. I don't know. There's my hot dog man. Join the revolution. I can't see Dad selling homes. Whoa, is he getting us tickets again? Best dad ever. That would be a blast being a freight hopper. Choo choo. In jüngster Zeit erhielten unsere Außenstellen in Beaver Creek mehrere Beschwerden über Teenager, die widerrechtlichen Züge in der Gegend springen. Diese Personen haben einen gewissen Ruf im Nordwesten, also lassen Sie sich auf eine Konfrontation ein. Sollte Ihnen ein Problem oder eine Situation begegnen, in die diese Gruppe involviert ist, melden Sie dies umgehend Ihrem Vorgesetzten. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie mich bitte per Mail oder innerhalb meiner Bürozeiten. Oh, those are Dad's pages. Hm. Okay. Gut, hat uns nicht so viel gebracht. Let's check this out. Ooh, that looks scary. I should read that. Goodbye, log. Machen wir es ein bisschen kuscheliger. So, wir stehen immer noch vor der Frage, was nun? Die Zeit für diese Folge ist fast schon wieder rum. Ich habe noch nicht mal meine Maske gefunden. I need my mask. Oh.
Na, endlich. Mom, guess my secret identity now. Tudum. Sexist. My suit is almost ready. After I get some paint. Bist ja noch nicht fertig? Why not? Doch, das sieht fertig aus. Okay, wir wollen also noch ein paar Figuren finden. Zwei mindestens. Da müssen wir dann hinfliegen. Schneebeschwörer. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen noch mal uns den Schneebeschwörer nochmal angucken. Und wir müssen gucken, dass wir den Pin für Daddys Telefon finden. Dass wir ein bisschen spielen können. Vielleicht weckt mal auch Daddy dann nochmal auf. Er wollte mit uns ja auch einen Baum finden. Und so einen Baum holen. Aber das machen wir dann alles nächste Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dann einschalten würdet, wenn es soweit ist. Ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal. See ya.